Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich, meine Frau und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Okay, so I'm just exploring my room. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Alright, we'll close that. Can't examine anything here. What else is there to do? Schon wieder kaputt. Alright, go look at the baby. In here, game, ball. Du bist special. Was schon wohl machen wird, wenn erwachsen ist. I wonder too. Even though I know the answer. Wenn ich nur daran denke, dass irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Sollten wir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein.
Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Hey, Schatz. Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Wir müssen Seans Kostüm fertig machen. Nothing else to do. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Okay, commercial. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Das soll Cotsworth erledigen. Ah, guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Oh, die Milch wurde geliefert. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Nuka-Cola, eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak, ausgezeichnete Qualität. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Auf der Insel Mambajau sind die Nächte sehr kalt, was für Südostasien zu dieser Jahreszeit unüblich ist. Aber die 5. Infanteriedivision fühlt sich bei solchem Wetter erst so richtig wohl. Das macht es unseren mechanisierten Hellcats umso leichter, die dreckigen Kommunisten kreischend in die Boholsee zu treiben. Kannst du aufmachen? Und wahrscheinlich der Vertreter, Sport. Der kommt jeden Tag. Etwas, das zweifellos und unbestreitbar amerikanisch ist. Ich spreche natürlich von unserem Nationalsport, Baseball. Heute Nachmittag werden die Boston Sultans versuchen, ein paar Home-Runs. Guten Morgen, ich komme von Vol-Tec. Vol-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vol-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was Sie... Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Das Ende der Welt? Na endlich!
das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Okay, so. Just so I know, this is for my German playthrough. Good. Trying to round everything out, but do like to have high intelligence that maximize my skill points at each level. Leave beyond that, deception. What is perception? Wahrnehmung. Alstar is endurance. Charisma is the same. And Beweglichkeit. Make myself quite lucky. Actually, I can give myself 10 intelligence until I come out of the vault. And then I'll rearrange that a little bit later. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Du hast Cotsworth gehört. Los. Ist Vortec immer weiter gewachsen und plant weit über 100 Vaults im ganzen Land zu bauen. Und jetzt zu unserer exklusiven Berichterstattung über die angespannten Beziehungen zum kommunistischen China. Die chinesischen Streitkräfte wurden endlich aus Anchorage vertrieben, was jedoch zu einer beängstigenden Pattsituation im Kontinent geführt hat. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was sollen wir dann tun? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unseren Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott! Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort! Ich hab schon. Gehen wir! Alright, I'll quit out once and then come back in a second.